Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Map-Changes vom 12.10er-Update zeigen. Zumindest alle, die bisher gefunden wurden. Wenn ihr auch noch welche habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare, die ich vielleicht vergessen und übersehen habe. Es sind auf jeden Fall einige noch dazugekommen, was ich auf jeden Fall ganz cool finde. Ich habe so das Gefühl, die machen jetzt wieder ein bisschen mehr, was Updates, Map-Changes und so betrifft, als in Season 1. Ich würde nur sagen, wir beginnen hier auch bei The Grotto, denn hier hat sich neben dem Ort hier selbst, der ja mit dem Season 2 Update reingekommen ist, auch noch etwas Kleines verändert. Zumindest wüsste ich nicht, dass es schon davor da war. Denn wenn wir hier mal auf der nordöstlichen Seite von The Grotto hingucken, dann sehen wir einen riesigen Totenkopf. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der davor nicht da war, beziehungsweise ist mir der noch nicht aufgefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob er euch schon aufgefallen ist vorher. Aber ich denke eigentlich, dass der hier neu sein müsste. Hier ist dann auch noch eine neue Kiste drin und natürlich kann man hier auch nochmal als weiteren Spot drin landen. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich auch riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und dann gehen wir mal zum zweiten Spot. Als nächstes sind hier nämlich an richtig vielen Orten neue Helikopterlandeplätze hinzugekommen. Vorher war ja an The Rig, The Grotto, The Agency, The Shark und The Yard überall ein Helikopterlandeplatz, allerdings noch nirgends an anderen Stellen. Jetzt ist bei allen Shadow Safe Houses ein neuer Platz für Helikopter hingekommen. Die werden, denke ich mal, auch irgendwann in den nächsten Wochen reinkommen. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Hier sehen wir auf jeden Fall einen Windsack. Das weist schon mal extrem auf so einen Spot hin. By the way, sieht das, glaube ich, auch ziemlich cool aus, die Animation vom Windsack wegen der Chaos Engine. An manchen Stellen bemerkt man es tatsächlich, ist nicht viel, aber da zum Beispiel würde ich sagen, dass es definitiv nur durch die Chaos Engine möglich ist. Auf jeden Fall haben wir hier einen Platz, wo dann die Helikopter sein können. Dann habe ich hier allerdings an dem Spot auch eine zweite Map-Änderung, denn vorletzter Woche oder vor dem Update war ja hier an der Stelle ein Truck mit ganz, ganz vielen Stühlen, der ja irgendwann, glaube ich, von da hinten, also ursprünglich von Dirty Dogs, hier die Straße entlang gefahren ist und dann bis hier eben halt hingekommen ist. Dieser Truck befindet sich nun hier kurz vor Retail Row und biegt gerade auch ein Richtung Retail Row. Das heißt, hat wieder eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Einmal von da oben bis hier unten. Beim nächsten Update wird er wahrscheinlich dann in Retail Row ankommen. Fährt auf jeden Fall nach Retail Row, kann man ja definitiv erkennen. Und ansonsten ist da eben halt auch keine weitere Abzweigung. Natürlich könnt ihr noch irgendwo nach hinten fahren. Wäre nur eigentlich relativ unnötig. Ich denke mal, dass der zu den Shops in Retail Row fahren wird. Denn die stehen ja, glaube ich, zurzeit leer, haben nichts, was sie verkaufen können. Beziehungsweise ist hier tatsächlich der Laden gar nicht mehr leer. Ich weiß nicht, ob das schon zum Season 2 Update drin war, aber mir ist das tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich war allerdings auch noch nicht in Retail Row seit Anfang von Season 2, schreibt mir gerne rein, ob schon vorher drin war. Denn hier ist jetzt dieser Laden, der ja vorher leer stand, einmal zu Shadow und Ghost aufgeteilt worden, haben wir hier drin. Und Gegenstände. Vorher stand er eben halt wie gesagt leer, deshalb dachte ich, dass das dann hier hinkommen wird. Hier am anderen Haus ist das Ganze dann einfach nur für Shadow. Wie gesagt, ich dachte, hier würden die dann hinfahren, aber ich denke mal, hier wird entweder ein neues Haus irgendwo aufgebaut, wo dann die ganzen Möbel verkauft werden, oder vielleicht wird ein neues Haus gebaut. Man weiß es nicht. Müssen auf jeden Fall abwarten. Und da hinten auf diesem Wasserkessel ist auch noch ein Spray im Prinzip drauf. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Zwei geheime Map-Changes, die ich noch nicht mitbekommen habe. Wie gesagt, schreibt gerne rein, ob das schon vorher so war. Das weiß ich immer nicht ganz genau. Ein Map-Update, von dem ich ganz sicher weiß, dass es zu Season 2 schon zum Anfang drin war, befindet sich hier bei diesem Häuschen in der Nähe von dem Truck da, nördlich von Lazy Lake. Und zwar hat dieses Haus einen Bunker bekommen. Hier einfach einmal eine Seite runtergehen und dann hat man hier eine Kiste, zwei Muni-Chests. Ist eigentlich ganz nice. Weiterer Loot-Spot auf jeden Fall für diese Gegend. Der nächste neue Helikopterlandeplatz ist dann hier bei dieser Station, dieser Wetterstation in den Bergen. Östlich
vorne Misty Meadows, auch hier relativ nah an der Klippe, diesmal allerdings auch ein richtiger Helikopterlandeplatz und nicht nur so ein kleiner Sandplatz im Prinzip. Ein weiterer Helikopterlandeplatz befindet sich dann hier beim Shadow-Unterschlupfen nördlich von Misty Meadows. Ja, auch wieder nur so ein Sandplatz, allerdings auch wieder mit einem Windsack. Das deutet ja immer auf einen Helikopterlandeplatz darauf hin. Dann hat sich ein weiterer LKW noch bewegt, und zwar dort von diesem Holzfällerlager, der dort hinten irgendwo losgefahren ist. Ist jetzt hier die ganze Strecke nach Misty Meadows gefahren und jetzt steht dieser LKW hier mit ganz viel Holz. Zusätzlich steht irgendwo da hinten auch noch ein weiterer LKW mit Holz. Und an der Stelle da hinten befindet sich ebenfalls noch ein LKW, wo auch ein paar Holzstämme drauf liegen. Das heißt, die fahren ja alle nach Misty Meadows und werden wahrscheinlich hier gebraucht. Ich denke mal nicht, dass sie dann noch weiterfahren werden. Könnte natürlich sein, dass sie nach Retail Row fahren und dann dort mit den ganzen Sesseln irgendetwas zu tun haben. Aber wie gesagt, ich denke eher, dass das hier irgendetwas zu tun haben wird und dass hier vielleicht ein neues Haus gebaut wird. Dort oben vielleicht auf der Fläche. Müssen wir dann aufs nächste Update warten. Ich glaube, noch eine weitere Map-Änderung, die hier zu finden ist, ist bei diesem Truck, denn der ist hier umgekippt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das schon vorher drin war bei dem Truck da zum Beispiel. Weiß ich, dass es definitiv nicht vorher drin ist oder drin war. Bei dem hier weiß ich es nicht, allerdings sieht das auch eher so aus, als wäre es neu hier drin. Schreibt es, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare rein. Dann ist als nächstes eben so wie bei allen anderen Shadow Houses auch hier ein neuer Helikopterlandeplatz hingekommen beim Shadow-Unterschlupf. Echo müsste das, glaube ich, sein. Hier auch wieder nur mit Sandplatz, allerdings wieder ein Windsack, der ja darauf hindeutet. Eine Änderung, die, glaube ich, auch relativ viele nicht mitbekommen haben, betrifft die ganz normale Pistole, denn die hat einen neuen Sound bekommen mit dem letzten Update jetzt. Hört sich auf jeden Fall ziemlich nice an, und was ich auch gestern noch im Video vergessen hatte, ist, dass eine blaue Heavy Shotgun in den Game Files gefunden wurde. Das heißt, darauf können wir auch hoffen, oder das ist ja wahrscheinlich, dass sie auch noch neben der neuen SMG und der Scope da eher reinkommen wird. Und ich würde sagen, wir gehen dann hier zur nächsten Map-Änderung. Und zwar betrifft das hier dieses relativ moderne Haus. Hier war ja vorher an der Stelle ein Auto drin, das jetzt immer daran dranhängt. Das ist dann hier rausgefahren. Dann war erstmal das Auto hier unten. Dort oben stand, glaube ich, Lebkuchenmänner drin. Und jetzt hat eben halt so ein mit einem Magnet dran das Auto wieder gerettet, und es befindet sich jetzt wieder oben. Auch kleine Map-Änderung, finde ich aber auf jeden Fall trotzdem ganz nice. Dann ist als letzte Map-Änderung hier oben bei dem Shadow-Unterschlupf Delta ein neuer Helikopterlandeplatz hingekommen. Ich glaube zumindest, dass Shadow-Unterschlupf Delta ist. Ist aber auch egal, welchen Namen das genau hat. Auf jeden Fall ist hier ein neuer Helikopterlandeplatz, auch wieder mit einem schönen Windsack. Und ich glaube, das waren dann tatsächlich alle Map-Änderungen, die jetzt noch so eingekommen sind. Wenn ihr noch irgendetwas habt, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne Feedback zu dem Video da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.